Ja, da guckt man erstmal, da passiert was mit dem Sarg. Och, schauen wir mal, was kommt denn da raus? Und dann fliegen einem ja auch vorher die ganze Zeit so Puppen von oben nach unten hier lang und da denkt man sich, ah ja, so eine Puppe kommt da raus und die ist dann weg. Nö. Deckel zumachen. Welchen Deckel? Kann man von dem Sarg den Deckel wieder zumachen, bevor es rauskommt? Wird es mich eigentlich erwischen, wenn ich hier wieder... Ist, jener Deckel? Oh ja. Das sind Korallen. Würde ich behaupten. Ist es wichtig, den zuzumachen? Was? Ah. Ja? Soll ich die wieder raushellen? Ich gehe lieber. Ja? Mach du mal dein Ding da im Sarg. Bin ich jetzt safe für den Rest des Spiels? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese Verfolgungssequenzen habe ich nicht gemocht. Weint hier jemand im Spiel oder ist eine Katze am Schnarchen? Das ist... Also... War ich jetzt zu langsam? Bin ich jetzt nicht mehr safe? Ja gut, muss ja trotzdem irgendwie weitergehen, nicht? Ja. Moment. Kommt mir bekannt vor. Hm. Ich kann das Hust, glaube ich, deuten. Ach, ich habe mich jetzt... Ach so. Jetzt hat es mich da quasi hinge... Nun die Frage, was hat das gebracht? Nichts vermutlich. Was haben wir hier? Eine Tür, welche sich nicht öffnen lässt. Auch hier. Zu unserer Rechten eine Tür, die sich nicht öffnen lässt. Vermutlich sollen wir sie auch nicht öffnen. Okay. Nö. Doch, okay. Eieiei. Es ist immer wieder derselbe Gang. Don't do it. Don't do it. Okay, jetzt sagt mir Tony Todd, ich soll da nicht reingehen. Also der Candyman. Soll ich es denn nun tun? Soll ich auf den Mann hören? Auf dem Schiff, auf dieser Schiffssequenz, wo man links und rechts die Kuscheltiere hat und vor sich James, wenn ich mich recht... James? Habe ich mich ja dafür entschieden, auf eins der Kuscheltiere zu schießen, anstatt auf ihn. Weil Tony Todd das gesagt hat. Und jetzt sagst du, nicht ins Licht gehen. Das wäre jetzt das Licht. Sehe ich das richtig? Also soll ich wahrscheinlich dahin gehen. Wenn ich nun ins Dunkel gehe... In die Finsternis. Vielleicht ins Verderben. Sag mir, warum soll ich nicht dahin gehen? Dann wiederholt sich wahrscheinlich dieser Gang wieder, ne? Dann bekommst du das schlechte Ende. Vielleicht will ich ja das schlechte Ende. Vielleicht aber auch nicht. Auf der anderen Seite, egal welches Ende man hat, man möchte am Ende doch am liebsten beide kennen, ne? Aber das kann ich... Was? Ja, jetzt habe ich ja eh keine Wahl, ne? Noch irgendein Tipp von dir? Ich warte kurz. Kannst dir ja meins an. Ja, das stimmt, allerdings. Aber was habe ich denn jetzt bekommen? Ja, ich scheue mir das auch an. Das ist kein Problem. Ich mache. Du, was? Ich mache, was du willst. Kein Problem. So, jetzt ist nur die Frage: Habe ich jetzt hier irgendwelche. Entscheidung getroffen, die mich... Ah ja. Was? Wieder? Warum? Naja, ich nehme an, ich muss es nicht verstehen.
Das gefällt mir ganz gut da vorne. Hier geht's eh nicht durch. Ja, genau. Oh, danke. Ja, die sahen gefährlich aus, zum Teil auch. Ich kann nicht auf einen kleinen Jungen schießen. Was ist das richtig? Oh nein, ist wieder dieses Schlafzimmer, oder? Aber ist nicht dasselbe. Okay. Moment. Was macht das, wenn ich das drehe? Ja. Die Tür. Na, nehmen wir die doch, wa? Hallo? Alles eine sehr vertrauenserweckende Umgebung hier. Okay. Eigentlich doch ganz süß. Ja, nun, liebe Leute, das ist jetzt viel Hirnfick hier gerade, ne? Definitiv. Should not be broken. Ach so. Ja klar, natürlich zerbreche ich nicht die Schüssel mit den Kirschen drin, weil dann gibt es eine Mordsauerei. Ne, wie man hier sieht. Das sollte so nicht sein. Aber was will mir der Candyman damit sagen? Interessante Puppen, okay. Ich lasse mich mal überraschen. Cheer up. Kopf hoch. You're all right. You're not hurt. You're not upset. Nothing really happened. Die Wahrheit ist, nichts passiert. You just need to be more careful. Was? Null Checkung. Mal wieder. Null Checkung. Was zur Hölle sollte das bedeuten? Okay. Potenzieller Weg? Kein potenzieller Weg. Geh bald hier lang. Also die sind schon krass drauf bei Blooper Team, ne? Die machen irgendwelche Spiele, die, das versteht doch kein Mensch, was in deren Köpfen vorgeht. Was die sich hier für Szenarien einfallen. Oh, hallo lassen. Ja, ist ein Muskelmann hier, ne?
Ja, läuft. Ne? Ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter. Wo kommen wir eigentlich her? Von da. Sie sind ja scheinbar beschäftigt. Gehen wir weiter. Okay. Ja, gut. Gut. Why am I always the one? Das weiß ich nicht. Why weren't you there? Why didn't you protect me? Why did you let this monster? Zugelassen, dass dieses Monster was tut? Schlimme Dinge tut, ja, bestimmt. Das ist in der Tat, also das ganze Spiel ist gut inszeniert, ne? Mach das scheiß Ding zu! So. Okay, da kann man jetzt nichts mehr stupsen. Monster. Useless. Worthless. I hate you. Ja. Ah, ist das Tor wieder auf? Jo. Süß. Soll ich mal zurückgehen? Geht ja. Geht natürlich nicht. Okay. Naja. Das ist schon heftig alles hier. Obgleich ich das meiste nicht verstehe. Ach ja. Okay. Ja, natürlich. Ja, das ist mir bekannt. Alles gut. Nee, nee, passt schon. Ist alles in Ordnung. Ist Kopf. Ja. Ja, wunderschön. Hat sich hier irgendwas verändert? Ja, ich weiß, die Tür ist zu. Aber trotzdem, ich bin sehr neugierig. Das habe ich mir gedacht, dass sie ihren Vater meint, ja. Och, Menno. Die Kinder, die sich in ihre... Ist jetzt nur so eine Mutmaßung von mir, ja. Ich meine, ich bin ja kein Psychologe. Ne? Die Kinder, die sich so in ihre eigene Welt flüchten, ihr Piratenspiel da spielen, sich gewissermaßen auch vor dem Vater verstecken, Tochter versucht es dem jüngeren Bruder irgendwie auf spielerische Weise angenehmer zu machen, mit der Situation klarzukommen. Kann ich Ihnen helfen? Nee. Und wie das ausgeht, das wird sich ja demnächst zeigen. Schätze ich mal. Ja. Alles gut. Ja. Da ist auch was drin, oder? Da ist auch eine Puppe drin. Ist alles soweit in Ordnung. Das ist alles cool. Läuft. Na? Alles fein. Sieht auch jetzt schon nicht nach einem guten Ende aus, ne? Irgendwie. Also rot ist ja generell auch so eine Farbe. Wo
Muss ich zurück? Okay, ich muss, glaube ich, rückwärts laufen. This pain will pass. The scars will fade. Nicht nach vorne gehen, ja. Er ging ja auch nicht, ne? The flame will burn it all away. Ja, schon geil. So. Ach, schade. Das Spiel lässt sich nicht verarschen. Oh, da ist ein bisschen blöd. Das. Ja, ja gut, wer drauf steht, ne? Jetzt wird's hell. Ist doch schön. Aber nur, um in Blut zu ertrinken, das Licht. Ja, ja. In Blut. Schizo, nämlich. Look at her. She's got her whole life ahead of her. Will it be years? Or just minutes? You're insane! I'm having a conversation you cannot hear. Okay. Schizo, ist das ein real existierender Film? Waren da zufällig noch mehr, die ich jetzt übersehen habe, in der Eile? Nicht. Nein. Puppen in Spielen. Ja, Puppen sind immer so eine Sache. Darfst auch nicht Death Stranding spielen, da gibt es auch Puppen. Hin und wieder. Die sind meistens auch nicht so hübsch. Wobei die sich nicht komisch von selbst verkrümmen oder so. Bis jetzt nicht. Ach komm, ich gehe straight drauf zu. Lasst es einfach geschehen. Obwohl, ihr könnt ja irgendwo in dir liegen, ne? Ach. Was machen Sie denn da? Naja, vermutlich einfach nur bequem sitzen. Das ist nicht so bequem. Aber wie gesagt, wenn man drauf steht, ist das ja auch wieder was anderes. Ist ja immer eine Sache des Blickwinkels, ne? Der Betrachtungsweise, der Perspektive. Gut, also keine Dias gefunden. Hab mich jetzt auch beim Suchen nicht besonders angestrengt. Aber ich schätze mal, ich hätte es gesehen, wenn da irgendwo was rumgeblinkt hätte oder sowas. Also von dem her. Was machen wir jetzt? Also. Ja. Muss ich da vielleicht... Ich hab doch... Hä? Moment, hier muss ich bestimmt wieder so ein einzelnes Standbild einstellen, das dann irgendwie so ist, wie es ist. Aber 100 pro. Genau. Das ist bestimmt eine Tür. Oder was anderes. Was? Ah ja. Ja, also im Vergleich zum ersten Teil ist das sowas vom Psycho hier, dass ich absolut nichts mehr checke, ne? Also da war der Künstler im ersten Teil ja nur so ein bisschen verrückt. Der Mensch hier ist sowas von wahnsinnig. Der gehört weg. Der gehört einfach weg. So einfach ist das. Soll ich mich davon anstrahlen lassen? Macht das einen Sinn? Nein. Aber ich kann mich natürlich... Oh, hallo. Ich kann mich natürlich hier bewegen, so ein bisschen. Was ist das? Das ist zu. Supi.
Okay. Also vermutlich geht es hier irgendwo lang. Das ist ein Kopf. Schlüssel suchen. Ich hatte es gerade vermutet, ja. Das heißt, wahrscheinlich, also ich vermute mal sehr stark, dass der irgendwo dann in dem Lichtkegel drin ist, ne? Und ich kann ihn nur sehen, wenn er davon angestrahlt wird. Oder ich nehme einfach das hier. Why did you let this monster? Ah. Okay. Vielleicht hat einer von den Kollegen einen Schlüssel bei sich. Die haben alle Herzen. Na toll, jetzt muss ich mir wieder. Jetzt kommt es ja wieder darauf an, welches ich zuerst rausreiße, oder? Oder irgendwie sowas. Spielt das eine Rolle? Reiß ihnen das Herz raus, also allen. Ich hasse dich. Ja. So, jetzt habe ich zumindest mal Puls. Das merke ich jetzt. Schlüssel habe ich immer noch nicht. Weiß ich nicht. Oder habe ich einen? Nehmen wir auch den riesigen hier, oder? Hallo? So. Okay, es brennt. Nehmen wir mal die Tür. Die zu ist. Okay. Dann vielleicht hier. Die Treppe. Nach oben.